Aha, jetzt geht's schon wieder los hier mit dem Spaß. Gut, dann sortieren wir wieder ein kleines aus und sammeln das mittlere. Nee, Stase, so ja schon mal gar nicht. Raus mit dir, rein mit dem. Das können wir noch nachladen, dann können wir die Muni noch mitnehmen. Und ja, theoretisch gesehen eben die ganzen Schutzbanden von denen anheben können. Aber naja, okay, das habe ich ja noch richtig, oder? Ja, das habe ich noch richtig. Die muss ich nur noch mal öffnen. Fortschritt wird gespeichert, oha. Okay, und jetzt? Drei Behältnisse, drei Statuen, drei Markierungen. Wie sieht der letzte Schritt aus? Tja. Ich glaube, ich weiß es. Ey, was soll das denn? Wieso kann ich da jetzt nicht vorbei? Ah. Das heißt, hier sind auf jeden Fall Unitologen gewesen, die haben Schutzbanden für sind jetzt da, ja, die sind tatsächlich da. Da kommen wir nicht lang. Bam! Ach. Echt jetzt? Ah ja, richtig. Geht nicht. Alter, wie viele das sind? Wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Ach da! Komm her. Doch, hat getroffen. Und da waren nochmal zwei. Ah, Hilfe. Alter, Lachs. Wo kommt der denn plötzlich her? Endlich mal hinkommen und sterben. Hey! Habe ich keinen Nerv mehr auf diese Kindergartenprügeleien mit den Unitologen. Oh, das war doof. Alter Schwede, ist das nervig. Alter Schwede, ist das nervig. Ey! Mann. Ist das nervtötend. Wie viele das vor allen Dingen sind. Wo kommen die vor allen Dingen alle her? Waren die in den Statuen drin oder was, dass die jetzt plötzlich da sind? Ich weiß, sie sind mit dem Schiff auf diese Insel geflogen. Ja, aber wo ist Danik? Wie kann der schon in der Maschine sein und ich nicht? Hat er irgendwelche Unitology-Sonderzugangskarten oder so? Keine Ahnung, Alter. Leckt mich nur am Arsch. So. Jetzt kann ich dich erstmal mitnehmen. Und darüber schießen. Fliegt zum Glück auch genauso weit, wie es sein muss. So. So. Stunde 10 haben wir jetzt. Habe ich jetzt die Bande umgeschmissen oder war das nur wieder ein Viech? Naja, ist ja auch egal. So, da hinten ist der letzte. Das sind alles drei Alien-Statuen. Ich wette, das hat irgendwas mit der Tür auch zu tun. Da gibt es hier Hinweise? Nope. Keine Hinweise. Brauchen wir nicht. Schauen wir mal so.
Und die Kurve rum. So, was habe ich hier eingegeben? Ach, na klar. Nee, da will ich nicht hin. Pass auf. Ist ja zum Glück letztendlich ziemlich einfach. Ja, ziemlich einfach sogar. Okay. Dann hat sich die ganze Sache auch erledigt. Oh. Alter. Okay, Carver, gerade hat sich noch eine Tür geöffnet. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Serrano gesagt hat. Ich gehe rein. Keine Glückwünsche, nix. Danke. Der letzte Schritt, die Maschine der Maschine abschließen. Diese Maschine wurde nur für einen Zweck gebaut, den Necromorph-Mond zu zerstören. Vielleicht werde ich nie erfahren, warum sie diesen Zweck nicht erfüllt hat. Aber für mich wird es nun Zeit, ihren letzten Schritt auszuführen und diese Necromorph-Pest ein für alle Mal zu beenden. Dafür muss ich nun diesen Codex in einem Stück zur Spitze der Maschine bringen. Zur Spitze? Ach nein. Und ich dafür fähre so kurz davor. Oder haben wir jetzt hier Zero Gravity? Höllenmaschine. Oh oh. Stase über Stase. Und hier ein tiefes, unglaublich tiefes Loch. Da bedauere ich schon wieder, dass man hier nicht runterfliegen kann. Dann würde ich mir das nämlich mal von unten angucken. Tja, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Ich schätze, der Codex ist jetzt in Mahachand. Und dieser Ort wird vergraben werden, wie alle anderen auch. Ich weiß noch, dass ich meinem College-Professor erzählte, dass ich Xeno-Archäologie studieren wollte. Er lachte mich direkt aus. Da gibt's nichts zu studieren, sagte er. Das ist alles toter Raum. Im Universum gibt's keine Aliens. Irgendwie hatte er recht. Jenseits unseres Systems gibt es kein Leben. Nur eine Spur der Vernichtung, herbeigeführt von den Monden. Und jetzt klopfen sie an unsere Tür. Ja, über uns befindet sich das Mittel, die Maschine abzuschalten, aber auch das Mittel, sie zu vervollständigen. Schaltet man sie ab, ist das das Ende unserer Spezies. Vervollständigt man sie, sind wir gerettet. Ich hatte gehofft, dass ich die Rettung miterleben würde. Was für ein Spektakel wäre es gewesen, mit anzusehen, wie der Mond in den Planeten gesogen und dann vermalmt wird. Ein letzter Akt der Einheimischen, ein Opfer, um uns alle zu retten. Aber ich muss mich jetzt ausruhen. Tim wird bald mit dem Codex hier sein. Tim, der Sarge vom Anfang. Ob das Serrano ist, wer weiß. Sieht auf jeden Fall nicht mehr so lebendig aus, der alte Knabe. Na gut. Und dann haben wir jetzt hier nochmal Aufseilpflicht. Springen geht nicht. Oh. Ah. Komm. Naturalmente. Will er durchkommen? Nee. Nein, leider gar nicht. Ey, komm schon. Stase, so lange habe ich dich auch nicht. Sehr smart. Finde und baue Upgrade-Platinen, um dein Arsenal zu verbessern. Ja. Drücke 3, wenn du ein Stasepack-Inventar hast, um deine Stase schnell aufzuladen. Okay, das Fachwissen können wir uns jetzt eigentlich mal ersparen. Das haben wir jetzt eben schon gehört. Und jetzt gehen wir da direkt hoch und sind diesmal nicht so blöd. Wir können ja mal den rechten nehmen zur Abwechslung. Obwohl wir wahrscheinlich selbst auf derselben Mitte wieder hinauskommen werden. Was ist das überhaupt? Nein, komm. Ich muss gerade mal... Oh oh. Ja, jawohl.
Mann! Immer der gleiche Kack. Ah. Jetzt kommt wieder Mitte wahrscheinlich. Ne, jetzt kommt hier. Und jetzt kommt Mitte. Ach komm. Wir werden da nie vorbeikommen, Leute. Hilfe. Vielleicht mal ein Medipack einwerfen. Nein. No, Mist. Komm jetzt. Da durch. Aber Junge. Oh nö. Vor allem, was ist das? Was soll der Quatsch, ja? Warum schimmert das alle 20 Sekunden blau? Nun, Kameraeinstellung verändern. Ah, komm. Jetzt kein Ärger. Wieder darüber. Was ist denn damit? Alles klar. Puh. Wir sind oben. Da ist Carver. Da ist der Codex. Aber wo ist das Problem? Alter Schwede, ey. Guckt euch das mal an. Riesenbrezel trifft's leider nicht ganz. Es sieht viel krasser aus. Es ist tatsächlich, sie erinnern mich an die Felsen oben auf dem Mond, die auch so rötlich unnatürlich wirkten. Ist das einfach krass hier. Stark. Wirklich, wirklich beeindruckend. Ey! So, und jetzt versuchen wir mal den Codex anzusetzen. Na super. Hör nicht auf ihn. Geben Sie mir den Codex, dann kriegen Sie sie zurück. Nein! Isaac, du weißt, was auf dem Spiel steht. Jetzt atmen alle mal durch, okay? Danny! Geben Sie mir den Codex! Oder ich töte Sie! Nein! Isaac, was tun Sie da? Sie haben eine zweite Chance. Wenn er die Maschine abschaltet, sind wir alle tot. Sie, wir, alle. Lassen Sie die Finsternis nicht zu, Isaac. Mehr als einen richtigen Weg. Nein! Scheiße. Ach du Kacke. Ich hab's endlich geschafft. Finsternis hat ein Ende. Möge die Evolution beginnen. Nein. Erzählen Sie, was wir gefunden haben. Nein, mehr kann ich nicht tun. Sie können das nicht stoppen, Carver. Nicht ohne mich. Ich bin der Markerkiller, klar? Isaac. Ich hatte mich von der Welt abgewandt, weil ich Angst davor hatte, was zu tun war. Abby. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Da drüben ist ein Shuttle. Ich will, dass du damit nach Hause fliegst. Immer diese Shuttle-Geschichte. Diesmal komm nicht meinetwegen zurück. Wir wissen beide, dass ich nicht heimkehre. Geh! Und jetzt haben wir Ellie endgültig. Wir haben uns dafür entschieden. Was machen wir denn jetzt? Kapitel 19, Ende. Konvergenzstrudel.
die Maschine erreichen. Die Alien-Maschine ist nicht Ursache für die Necromorphs, sondern sie hält sie davon ab, sich in der Galaxie zu verbreiten. Sie hat uns dafür gesorgt, dass Tausende von Jahren ein Eisklotz war und dass die Necromorphs nicht die Konvergenz erreichen. Ich muss sie reaktivieren. Und wo geht das lang? Ah, jetzt lang. Alles bricht zusammen. Das ist Konvergenzstrudel, aber was genau ist das jetzt? Egal, wir werden es doch alles herausfinden, denke ich mal. Wir müssen nur zur Maschine. Marker. So viele Marker. Da lang. Oder? Ja, da entlang. Super, eine Kiste. Was will ich denn jetzt mit einer Kiste? Ah. Komm, schalt auf dich. Mano. Eine Frechheit, jetzt kämpfen zu müssen. Zurück. Wir steigen irgendwo hin auf. Ich weiß nicht, was es ist. Komm, stirb. Noch mehr. Wo? Was war das denn jetzt? Oh Mann! Aua! Ah da! Au! Ah, ich bin in einen Felsklotz geraten. Das heißt, okay, ich verstehe jetzt. Au! Au! Mann, ey! Ey, komm her! Oh. Oh Mann, ey. Komm her. Boah, hat der viel ausgehalten. Zack, pam, zack, zack, pam, zack, zack, tot. Und jetzt kommst du. Zack, zack, pam. Weg hier. Komm.
Komm, den Strudel müssen wir schaffen. Häng mich zur Maschine, los! Fortschritt wird gespeichert. Alter Lachs. Scheiße. Idiot.